Hallo, liebe geistige Welt. Ich würde heute gerne von euch wissen und erfahren, wie man als Mensch, insbesondere wenn man noch keine spirituelle oder tiefere Erfahrung hat, in der Introspektion, im zwischenmenschlichen tieferen Bereich, wie man einen Menschen erkennt, mit dem man gemeinsame Vorleben hatte. Wie kann man das für sich sicher identifizieren? Hallo, liebe Cynthia und herzlich willkommen, liebes Publikum. Wir sprechen gerne zu euch, wie ihr einen Menschen in eurem äußeren Leben klar identifizieren könnt, in der Vermutung, dass ihr gemeinsame Vorleben hattet. Liebe Cynthia, die gemeinsamen Vorleben sind bei einer solchen Begegnung, wie du danach fragst, für dein Publikum in aller Regel prägend gewesen. Das heißt, es gibt entweder sehr viele positive Erinnerungen an die einstige Beziehung, was sich wieder aufflammen lässt, in diesem Leben mit dem jeweiligen Gegenüber, oder die Beziehungen waren belastend und ihr habt in diesem Leben die Lernaufgabe, sei dies entweder im Rahmen eines Karmas oder auch im Rahmen von Aufarbeitung von alten Schmerzen oder die Befreiung von aktuellen Lebensthemen, die Gelegenheit, eine solche Begegnung wieder aktiviert zu bekommen. Wir sprechen hier gerne zu euch zu letzterem Thema, weil dieses wesentlich belastender ist für euch alle und weil es auch von gewissen Kontroversen sowie Ambivalenzen geprägt ist. Darunter vor allem auch der Aspekt der Liebesbegegnung, den so viele von euch mit unterschiedlichen Begriffen und Etiketten verseht, um dem einen Namen zu geben für diese außerordentlichen Zustände der Liebe, der schmerzlichsten Interaktion, des Leides, des Kummers, des Verletztwerdens, des Gekränktwerdens und damit einhergehend. Und das ist immer die Essenz einer solchen Begegnung, die Befreiung eurer abgespeicherten Themen, damit ihr in eurem persönlichen Wachstum reifen könnt. Also, die Begegnung mit einem Menschen, zu dem ihr eine Beziehung habt aufflammen lassen, belastender Art, welche mitunter auch mit Liebesgefühlen, vielleicht sogar mit starken Liebesgefühlen, mit unkontrollierbaren Liebesgefühlen einhergeht, ist in jedem Fall eine sehr wichtige und sehr bedeutsame Begegnung. Ihr könnt eine solche Beziehung in aller Regel identifizieren an einer sehr starken Anziehungskraft, vielleicht auch verbunden mit dem Gefühl, ich kenne diese Person kommt mir so vertraut vor, ihr Wesen ist mir nahe, er oder sie steht mir nahe und ich fühle eine Verbindung, eine unerklärliche Verbindung, eine unerklärliche Nähe und Intimität energetischer Art, seelischer Art, was sich dann natürlich auch über die gesamten Gefühle, die erlebt werden, nicht
rational beschreibbar ist. In diesem Fall kann man davon ausgehen, in aller Regel zu 90% ist es eine alte Beziehung, die ihr reaktiviert habt, um euch im anderen zu erkennen. Es besteht in aller Regel eine magnetische Anziehungskraft. Je nach Beziehung und wenn es um die Liebespartnerschaft geht, ist die Liebe stark. Und wenn es noch tiefer geht, können auch die Sexualenergien stark sein. Weil beide Komponenten, die Liebesgefühle plus die sexuelle Anziehung, lassen darauf hindeuten, dass vermutlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine solche Beziehung in vergangenen Leben bestand und es somit zu Anziehungskräften kommt, die unerklärlich sind. Selbstverständlich ist es im Rahmen eines Menschenlebens auch anders möglich, dass ihr Beziehungen habt, da fühlt ihr einfach die Liebe, aber es gibt kein sexuelles Begehren, das ist bei Freundschaften der Fall. Bei den Liebespartnerschaften können wir euch mitteilen, dass in aller Regel immer die sexuelle Komponente ein wesentlicher Faktor ist, der die Anziehungskräfte antreiben lässt und ihr könnt es nicht erklären. Es ist irrational und ihr selbst fragt euch, mein Gott, welcher Blitzschlag hat mich hier getroffen, dass ich mich so verliebt habe, dass meine Sexualenergie entartet und ich nur noch an das eine denken will. Wir können euch beruhigen. Alte Leben, vergangene Inkarnationen. Und das gesamte Programm der alten Leben ist brühwarm aufgetischt in eurem Leben. Mit all den schönen Gefühlen, den schwierigen Gefühlen, den Konflikten, insbesondere den ungelösten Konflikten, die von euch bearbeitet werden wollen, bereinigt und geklärt werden wollen. Und die Bänder, die hier entstehen, werden so lange aktiv sein und ihr könnt alles tun, den Teufel tun und versuchen, diese zu durchtrennen, sie zu ignorieren, sie wegzudrücken, sie wegzuklicken, sie zu verdrängen, sie zur Seite zu schieben. Es funktioniert nicht. Und es soll auch nicht funktionieren, weil ihr die Lernaufgabe annehmen müsst. Wenn ihr diese annehmt, eure inneren Themen klärt, darunter das Thema, was für euch alle so wichtig ist, die Selbstliebe, die Selbstständigkeit emotionaler Art, aber auch wie ihr in eurem Leben steht und damit einhergehend auch in aller Regel eure Selbstwertthemen, die von euch geklärt werden wollen, die angestoßen werden durch euer Gegenüber, indem das Gegenüber euch eure Mangelthemen, eure Schattenthemen spiegelt und drückt, so dürft ihr mit diesen Themen in eine heilsame Befreiungsarbeit gehen. Und das ist in aller Regel ein Prozess, ein größerer Prozess. Und ihr könnt davon ausgehen, dass ihr euch gegenseitiger Art relativ heftig Kerben einschlagen werdet, gewollt oder auch ungewollt, aus Angst, aus Liebe, aus Wut, aus Hass, aus Zorn, was auch immer, was nach wie vor die alten Verletzungen aus der Vergangenheit, den vergangenen Leben spiegelt, bis diese alten Wunden
ausgereinigt und befreit sind. Das heißt, es gibt in jedem Fall eine Reaktivierung der alten Wunden, um diese lösen zu können. Wenn du einverstanden bist, Cynthia, würden wir gerne dem Publikum ein Beispiel geben von deiner Lebenserfahrung. Okay. Ja, okay. Wir möchten gerne aus einem Beispiel von Cynthias Leben erzählen, welche diese Erfahrungen leider ein wenig nach ihrem Gutdünken zu oft erleben musste, um in ihrem Wachstum voranschreiten zu können. Und da gab es doch einmal den Moment XY und es machte Boom in Cynthias Leben. Das war lange, lange her. Und das Herz, das Cynthias Herz, explodierte vor Liebesgefühlen. Liebestrunken, betrunken, benommen, umhertorkelnd in diesen Gefühlen, wusste sie nicht, was zu tun. Und sie weilte da eine ganze Weile, unsicher, aber sicher der Gefühle, dass es Liebe ist. Und ging so durch ihr Leben. Doch was bloß tun mit solch starken Liebesgefühlen? Und wir betonen an dieser Stelle, es ging nicht um eine Liebespartnerschaft. Es gab keine sexuelle Anziehung, es war nur Liebe. Also entschied sich Cynthia einige Monate später, diese Liebesgefühle kundzutun, und was geschah auf der Gegenseite? Boom! Das Gegenüber explodierte. Es fiel in Grauen und Schrecken, wusste nicht, was zu tun war, und malte den Teufel an die Wand. Mit solch starken Gefühlen umzugehen, die einschlugen wie der Blitz, und wir können es nicht anders sagen, ist eine Heftigkeit, die ein jeder Mensch im Rahmen seiner Lernaufgaben bewältigen muss. Dabei geht es nicht primär um die Liebe, sondern die Liebe ist nur der Lockvogel, um den tiefer liegenden inneren Schmerz einer jeden Partei hier in diesem Fall in die Befreiung zu führen. Und diese Befreiung geschah, denn die Reaktion auf das Kundtun der Liebesgefühle war nichts anderes als eine heftige Ohrfeige zurück an Cynthias Person und Trauer, 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 unendlich tiefe Trauer erreichte sie. Es war wie ein Gefühl des Sterbens, des äußersten Herzschmerzes. Verbunden mit den Tränen, mit dem körperlichen sowie emotionalen Leid, was sich auch durch Erschöpfung, durch Somatisierung in Form von Herzschmerz, Atemwegsbeschwerden, Depression bemerkbar machte. Doch diese initiale Zündung der Klatsche zurück war wichtig und relevant, um die tiefen Transformationen bei Cynthia zu initiieren, um alte Herzschmerzen, die sie mitgebracht hatte in dieses Leben, die in ihrem Leben aktiviert wurden, auch durch die stark repressive Erziehung
um diese einer tiefen Heilung unterziehen zu können. Das heißt, auf der seelischen Ebene war der initiale Klatscher notwendig, um in die Tiefen dieses abgründigen Schmerzes zu gehen, ihn einzuladen als ein Heiligtum der Befreiungsarbeit eines individuellen Menschen, um daraus in ihre Individualität zu kommen. Und wir betonen an dieser Stelle nochmals, es handelt sich nicht um eine Liebesbeziehung, die ihr so kennt, sondern es ist einfach Liebe. Und Liebe befreit. Die Liebe drückt euch die Knöpfe an jenen Stellen, die ihr weit, weit, weit weg verdrängt habt, um euch lösen und befreien zu können. Wenn wir heute Cynthia fragen würden in Bezug auf diese Geschichte, ja, ein Lächeln. Aber in der Phase der Heilung war es das Schlimmste. War es eine sehr schwierige, herausfordernde Zeit, verbunden mit dem Schmerz, den geliebten Menschen zu verlieren. Und somit diese alten, unverarbeiteten Schmerzen aus vergangenen Leben zuzulassen. Und nicht nur aus der gemeinsamen Beziehung, sondern auch genereller Art als eine vorgenommene Lebensaufgabe in eine so tiefsinnige und echte Herzheilung zu kommen. Das heißt, die Wiederbegegnung mit Menschen aus vergangenen Leben ist für euch relevant. Ihr braucht sie. Und es ist ein Dienst der Liebe an euch, eure unbewussten, unverarbeiteten, nicht betrachteten Themen anzurühren, sie anzustoßen, damit in euch eine Befreiungsarbeit geschehen kann. Was mit dem Gegenüber geschieht, unabhängig des Geschlechtes, unabhängig der Beziehung, sei dies im Rahmen von Freundschaft, sei dies im Rahmen der Lebenspartnerschaft, und ihr dürft das nicht verwechseln. Liebe heißt nicht immer Partnerschaft, Liebe heißt auch Freundschaft, Liebe heißt auch Kameradschaft. Was auch immer geschieht, es dient eurem höchsten Wohle, auch wenn die Beschwerdeebene eurer Symptome anders aussieht. Und es nützt alles nichts, den anderen im Äußeren anzuklagen, ihn zu verurteilen, weil ihr die Verantwortung für eure Empfindungen habt. Und wir meinen damit im Äußeren eine sinnvolle Auseinandersetzung, auch im Rahmen eurer Grenzen und Möglichkeiten, wie viel ihr euch zumuten könnt, wie viel ihr durchmachen wollt an Schmerz, aber auch im Rahmen dessen, wie es für euch zuträglich ist. Und wir verstehen jeden und jede, die sagt, nochmal sowas, das will ich nicht mehr. Wir möchten noch anfügen in dieser kleinen Geschichte von Cynthia, dass damit natürlich noch lange nicht das Ende gespielt wurde. Denn es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, solche Situationen wiederkehrend aufflammen zu lassen. Und die Seelen wollen das, unabhängig der Ich-Prägung eines Menschen, der sagt, ich will das gar nicht. Wenn die Seele die Erfahrung will, dann sucht sie die Gelegenheiten. Und so kam zum Zeitpunkt X wiederum eine Möglichkeit, völlig dem Zufall überlassen, dass es erneut eine Begegnung geben durfte, dieser beider Seelen, um nochmals im Rahmen dieser Berührung seelischer Art
den Klatscher zurückzugeben. Und wir können euch versichern, gleichermaßen wie Cynthias Schmerz war, lag auch auf der anderen Seite das Trübsal, der Liebeskummer, der Herzschmerz, die emotionale Not, die Depression und mindestens ein einwöchiger Krankenurlaub und Aufenthalt im Bett. Die Schmerzen, die hier aktiviert werden durch diese Begegnungen, sind essentiell. Sie dienen euch. Sie dienen dem Abbau eures inneren Morastes und es gibt keine primär rationalen Erklärungen. Ihr müsst davon ausgehen, wenn solch heftige Reaktionen stattfinden, dass sie in jedem Fall seelisch sind. Sie wurden seelisch initiiert. Und ihr alle, und da seid ihr euch ganz bestimmt einig, sagt nochmals so eine Erfahrung, nein, danke. Leider können wir uns das nicht immer aussuchen. Und wir versichern euch, dass euer Leben euch die richtigen Menschen immer schicken wird, um euch in diesen Prozessen fühlen zu lassen, spüren zu lassen, erkennen zu lassen, euch in die große Gnade der Transformation führen darf, damit ihr heilen könnt, damit ihr befreien könnt, damit ihr eben zu eurem wahren, authentischen Selbst finden sollt. Was im Äußeren geschieht mit dieser Beziehung, ist aus den Erfahrungen, die wir euch hier erzählen, in aller Regel sekundär, wenn es beide Menschen schaffen, ihre Aufgaben anzunehmen und es nicht allzu große Seelenaltersunterschiede gibt, dann kann eine solche Beziehung im besten Fall in eine echte gelebte Verbindung im Äußeren führen. Das heißt, die Freundschaft, das heißt, die Liebespartnerschaft, das heißt, einfach eine wunderbare, tolle, ehrliche, wahrhaftige, integere, vertrauensvolle menschliche Verbindung. Doch die Ängste, die hier in diesen Beziehungen angetriggert und gespürt werden wollen, sind groß. Sie sind enorm groß und sie sind von einer dermaßen starken Heftigkeit geprägt, dass fast alle einer solchen Begegnung und Beziehung, egal welcher Form, kritisch oder ablehnend gegenüberstehen. Wir bedauern das. Was wir euch in diesem Fall raten können, was wir euch empfehlen können, wenn ihr in solch heftige Prozesse gekommen seid. Verurteilt euch nicht. Verurteilt auch euer Gegenüber nicht. Schaut ihn oder sie aus den Augen der Liebe an. Und wir sind uns sicher, wenn wir das zu euch sagen, dass hier irgendwo in eurem Sein diese unerklärlichen Liebesgefühle spüren könnt und diese tiefe Verbindung. Und dass ihr darin die Freundschaftlichkeit erkennen könnt, auch wenn ihr eine belastende Vergangenheit hattet.
Alles will in die Liebe gebracht werden und in die Freundschaftlichkeit. Und Freundschaftlichkeit besteht aus Vertrauen, aus Nähe, aus einer Intimität, die herzlich ist. Und basierend auf dieser Freundschaftlichkeit können immer, und das ist das Ziel, wenn es denn für eine solche Beziehung für euch bestimmt ist, tiefere Verbindungen aufgebaut werden. Und ihr könnt davon ausgehen, dass ihr, wenn ihr die Beziehung geklärt habt, in jedem Fall, und das versichern wir euch, in jedem Fall eine wahre Freundin, einen wahren Freund gewonnen habt. Und wenn ihr in euch lauscht, euer Inneres abhört, wenn ihr im Vertrauen zu euch selbst seid, dann wisst ihr das auch im Grunde eures Herzens, weil ihr das fühlt, weil ihr das spürt, weil ihr auf einer so tiefen Ebene spürt, da ist Freundschaft, da ist eine Liebe. Und auch eine große Anerkennung und Wertschätzung für euer Gegenüber. Und auch für den herausfordernden Weg, der diesen oder jene gehen muss. Und ihr seht das. Ihr wisst das, ihr beobachtet das. Und solange ihr beobachtet, könnt ihr davon ausgehen, dass die Beziehung nicht geklärt ist. Weil wenn sie geklärt ist, habt ihr losgelassen und den Frieden mit euch selbst gefunden. Und somit den Raum freigegeben für anderweitige Verbindungen, für anderweitige Wachstumsmöglichkeiten im Rahmen eures Lebensplanes, Seelenplanes, um euch in eurer Essenz und in eurem Sein erkennen zu lassen. Das ist das Geschenk dieser alten Beziehungen, ob mit oder äußerer Möglichkeit, diese in ein schönes Format der Begegnung zu führen. Wenn ihr das wollt, wenn ihr dafür bereit seid, und das echte und tiefere Geschenk einer jeden solchen Verbindung anzunehmen, mindestens in Form einer echten und wahren Freundschaft. In diesem Sinne,
schenken wir euch ganz viel Vertrauen. Die Sorgfalt, behutsam mit euch und mit eurem Gegenüber umzugehen, so gut es geht und möglich ist. Im gegenseitigen Drücken eurer alten Wunden und Schmerzen. Und dass ihr den Wert dieser Transformation und Befreiungsarbeit für euch, ausschließlich für euch, in Liebe und Dankbarkeit annehmen könnt, um ganz und gar euch zu werden. Wir verabschieden uns von euch und wünschen euch einen geruhsamen und freundlichen Tag.